einer Freundin die Rolle der Liebesbotin antragen können. Die Zeiten ändern sich, sagt Ostmann. Die Frauen klatschen gerne und das Gerücht macht schnell die Runde. Sie setzt großes Vertrauen in mich und auch in dich, mein Freund. Ich werde das Beichtgeheimnis hüten, sage ich. Am liebsten würde ich es hinausschreien. Ich möchte mich nicht für eine Frau verwenden, die ich, wenn mich nicht alles täuscht, nur ein einziges Mal zu Gesicht bekommen habe. Osman hatte mich zum Opferfest nach Hause eingeladen. Seine Eltern, beide Analphabeten, sollten einen echten Schriftsteller kennenlernen und bitteschön aus meinem Munde erfahren, dass man nicht nur als Kfz-Mechanikermeister oder Fließbandarbeiter gutes Geld verdiente. Die Wohnung war voll mit Verwandten beides. Sehr reizbar sei. Daher habe sie auch nach einem sündigen Leben den Schleier angelegt und einen bedingten Triebverzicht akzeptiert. Sie konvertierte zur Orthodoxie, weil sie vom Bodendekor loskommen und die Gotteszeichen entziffern wollte. Es hörte sich jedenfalls sehr poetisch an. Danke. Ich denke mir ihre Worte genau ein und dass sie auf offene Ohren stieß, erzählte sie, dass sie sogar eine Wallfahrt zu einem heiligen Mann unternommen und an dessen Grabstele einen festen Stoff mehrfach geknotet habe. Willst du uns jetzt den Gefallen tun? Fragte Osman. Ich möchte eigentlich ungern zu einer antreiben. Was kannst du mir dagegen Jungen sagen? Er wohnt in derselben Straße wie meine Cousine. Er will hoch hinaus. Er studiert Betriebswirtschaft und hält auf die Regelstudienzeit ein. Ein Streber. Nicht unbedingt. Er hat eben keine Lust, in die Fußstapfen seines Vaters zu treten. Oder findest du es besonders fortschrittlich, dich in einer verdammten Montagehalle kaputt zu machen? Da ist was Wahres dran, sage ich. Wie haben sich die beiden kennengelernt? Gar nicht. Sie haben vielleicht vielsagende Blicke ausgetauscht. Meine Cousine ist sich sicher, dass auch er entbrannt ist. Er wird rot, will ihn Frauen ansprechen. Ach, du meine Güte, sage ich. Außerdem hat er zurzeit keine Freunde. Ich habe mich schon erkundigt. Osman, sage ich, du weißt, ich halte schüchterne Studenten für Spießer, deine Cousine in allen Ebenen, aber kann sie sich, sagen wir einmal, nicht einen reichen Mann aussuchen? Sie schwört auf die Romantik. Na, wir doch auch, sage ich. Wir doch auch. Sie hat sich aber nun mal in diesen Anfänger verknallt. Sie sagt, der Mann darf seine Jungfräulichkeit nicht bei dem erstbesten Luder verlieren. Die Konkubinen leben in Schande, ob Mann oder Frau, das ist egal. Sie ist aber sehr schnell zur Hand mit Vorwürfen. Dieser oder jener Mensch sei lasterhaft, sage ich. Die Geschichte nimmt eine unangenehme Wendung. Was soll der ganze Unsinn? Wie wär's denn damit, sage ich? Deine Blicke gingen mir durch Mark und Bein. Ich weiß, du liebst mich und ich hege für dich ähnliche Gefühle. Wir wollen uns treffen und ansehen, doch mehr kann ich auch für später nicht versprechen. Das geht nicht, sagt Osman. Es müssen Worte sein, die ihn sofort verhexen. Außerdem muss der Brief mehr Harmonien enthalten. Harmonien, sag ich? Wir stellen dem armen Kerl eine Falle. Sie verlangt von ihm, dass er sich in das Schicksal eines Harem-Eunuchen freudig fügen soll. Ich glaube, deine Cousine möchte einfach angeschmachtet werden. Sie hat zu viele Groschenhefte gelesen. Du magst sie nicht besonders, oder? Osman, sag ich. Hand aufs Herz. Wie würdest du reagieren, wenn du einen solch frommen Antrag bekämest? Eine Liebe mit Spielregeln, zwei unberührbare Körper, die einander Gedichte aufsagen, aber verschlüsselt sprechen, damit auch ja kein sündiger Gedanke aufkommt. Was würdest du machen? Ich würde durchdrehen, sagt er. Das habe ich ihr aber auch gesagt. Und? Sie meinte, ich würde nicht in ihren Körper stecken. Und nicht die Frauen, sondern die Männer müssten gezähmt werden. Sie sagte, ich will mich an den Männern rächen, dass ich meine Haare verstecken muss und keinen auffälligen Nagellack auftragen kann. Der junge Mann kann doch nichts dafür, sag ich. So wie du ihn mir beschrieben hast, wird er keine Einwände haben, wenn sie barhäuptig herumläuft. Es ist aber nun mal so verfügt worden, sagt er. Sie befürchtet, dass die Ehrbaren
ihr die Achtung versagen, wenn sie den Schleier wieder ablegt. Ihre Ungunst kann töten. Osman, ich schreibe gern Liebesbriefe oder Bittbriefe an die deutschen Behörden, aber beides in einem Federstrich, das ist mir unmöglich. Osman verschränkt die Hände auf dem Tisch und scheint über meine Worte nachzudenken. Schließlich ringt er sich zu einer Entscheidung durch. Ich werde meine Cousine von dir ausrichten, dass du die Informationen aus erster Hand haben möchtest. Wenn sie weiter auf diesen komischen Brief besteht, kommen wir wieder zu dritt zusammen. Vielleicht treffen wir uns das nächste Mal bei mir. Das ist ein neutrales Gelände und ihr Vater kommt nicht auf falsche Gedanken. Soll mir recht sein, sage ich. Bestimmt, bestimmt hat sie sich darin verliebt, sagt Osman. Oder ist es ihr klar geworden, dass sie ihn auch gleich persönlich ansprechen sollte? Und was ist, sag ich, wenn es für den Jungen kein Zurück mehr gibt? Dann hat er eben Pech gehabt, sagt Osman. Pech macht reif und seine nächste Freundin wird davon profitieren. Später kann er sich damit brüsten, dass eine Frau, die vor die Wahl gestellt wurde, sich für Gott oder die Liebe zu entscheiden, ihm den Laufpass gab. Damit wird er bei den Frauen punkten und das Pech in Glück verwandeln. Eigentlich ist er in einer beneidenswerten Situation. ...2006 erschien ja dein erster großer Romanband, Leila. In Leila erzählst du die Geschichte einer Frau der ersten, aus der ersten Gastarbeitergeneration, die aus einem anatolischen Dorf nach Deutschland kam. Du schilderst darin die Verhältnisse, die schwierigen Verhältnisse, in denen diese Frauen in den anatolischen Dörfern aufgewachsen sind, wo sie hindurch mussten. Wie konntest du überhaupt über diese Situation recherchieren oder dich in die Lage so einer Frau versetzen? Weil das ist ja für dich eigentlich eine unbekannte Welt. Du bist als sehr kleines Kind hier nach Deutschland gekommen und hier aufgewachsen. Wie konntest du dich in diese fremde Welt hineinversetzen? Ich brach bei diesem Roman tatsächlich auf dem Papier mit meinem Geschlecht. Ich hatte... Und das ist das Großartige am Schreiben, beziehungsweise an der Literatur genauso wie ich. Jedenfalls habe ich den Versuch unternommen, in dem ersten Buch mich, wie sagt man, versucht habe, recht wüsten Figuren anzuverwandeln, habe ich das hier auch gemacht. Im Anfang des Buches stehen die Gespräche mit meiner Mutter. Ich sprach mit ihr und sie hatte immer wieder mich darauf hingewiesen. Und wie es der Zufall will, haben wir uns heute wieder darüber unterhalten, weil vor 3 oder 4 Wochen ist endlich, das war ihr Herzenswunsch, die türkische Ausgabe von Leila auch erschienen in der Türkei. Und das bedeutet für sie, dass sie endlich das Buch lesen kann, denn Deutsch spricht sie sehr schlecht. Ich habe also, wann entscheidet ein Sohn, jetzt ein Buch zu schreiben, in dem das Leben oder das Vorlieben, wie meine Mutter das sagt, ihr Vorlieben nicht etwa 1:1 abgebildet ist, aber schon als Rohmaterial für diesen Roman taugt. Es hat sich entwickelt im Laufe der Zeit. Vielleicht war ich jetzt müde geworden, wilde, anständige, wulstige zu zeichnen. Vielleicht und ganz bestimmt hatte ich genug davon oder ich hatte da nichts mehr zu sagen. Vielleicht war das der passende Augenblick, denn wieso habe ich dann beschlossen, das dann zu schreiben und nicht etwas später? Es war eine große Herausforderung. Das war für beide Beteiligte. Also für uns beide, klar, für meine Mutter, die wusste, ja, sie hat zwar mit dem Vorlieben abgeschlossen, aber, und das war kein leichtes Leben, sie wird da wieder, wie sie sagt, die Pforten der Hölle werden.